herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen dem SSV Jahn Regensburg und dem VfB Stuttgart 2. Wie immer präsentiert von Radio Fernseh Hammedinger. Ich darf recht herzlich begrüßen zu meiner Linken und Rechten die beiden Trainer, Jürgen Seeberger zu meiner Linken aus Stuttgart und natürlich Markus Weinzierl, unseren Trainer. Ja, das Ergebnis wissen Sie ja, 1:2, zwei Tore durch Sufyan Benyamina und der Anschlusstreffer durch Stefan Jarosch. Ich glaube, wir haben ein sehr kampfbetontes Spiel gesehen, vielleicht mit einem glücklichen Sieger aus Stuttgart, aber das werden uns die Trainer dann berichten. Herr Seeberger, was haben Sie für eine Meinung? Ja, danke. Ja, ich bin mega stolz auf die nicht nur junge Mannschaft, sondern blutjunge Mannschaft. Wir hatten zum Ende vom Spiel 4 A-Jugendspieler auf dem Platz und noch einige, die direkt aus der A-Jugend im Sommer hochgestoßen sind. Und ich denke, es ist gerade für die Spieler, ja, können sie in ihrem Tagebuch Ausrufezeichen setzen, weil es war doch eine hochintensive Begegnung und dass sie läuferisch und auch kämpferisch dagegen halten, das ist genau die Spiele, die sie brauchen, um sich weiterentwickeln zu können. Und darum ist auch die Liga und die Gegner, wie es heute auch der Fall war mit Jahn Regensburg, genau die richtige. Und vor allem, wenn man natürlich dann gewinnt, dann wächst auch der Glaube in die eigene Stärke, weil das ist unabhängig von jung oder alt. Nur wenn man gewinnt, hat man dann auch den Glaube an sich. Und darum bin ich natürlich glücklich, dass wir den Sieg über die Zeit gerettet haben. Erste Halbzeit waren wir sehr effizient, das ist klar. Und Jahn hatte doch einige Abschlussmöglichkeiten und hat das Tor zum Glück verfehlt. Oder der Bernd Lehner stand im Weg. Ein sicherer Rückhalt von uns, und in der zweiten Halbzeit kommen wir raus aus der Kabine und müssen an sich aus 2-3 gute Gelegenheiten ein Tor machen zum 3-0. Ist uns leider nicht gelungen, und dann haben sich doch die Ereignisse ein bisschen überschlagen, weil ich muss kurz vor der Halbzeit wechseln. Beim Tor von Benjamina hat er sich wohl verletzt, und ich hoffe, dass es nicht so schwerwiegend ist, weil wir haben jetzt schon 2 oder 3 Langzeitverletzte zu beklagen, und so die erste Diagnose sah nicht gut aus. Ich hoffe, die bestätigt sich nicht. Zweite Halbzeit war es denn so, dass natürlich die Unterzahl zunächst gar nicht so aufgefallen ist, ist klar, weil wir hatten nicht die Konter so zu Ende gespielt, und ja, dann ist es einfach eine kampfbetonte Partie oder immer mehr kampfbetonte Partie geworden, die dann dazu geführt hat, dass, wie gesagt, die Unterzahl gar nicht auffiel. Und ja, es sind wichtige Erkenntnisse für mich und auch für die Spieler, die wir dann mitnehmen können. Ich bin natürlich sehr glücklich, dass wir den Abstand nach hinten etwas vergrößern können, und das ist auch immer das Ziel, dass man möglichst Spieltag für Spieltag den Abstand nach hinten nicht nur beibehält, sondern vergrößert. Danke. Ja, vielen Dank, Jürgen Seeberger. Markus Weinzierl, ein bisschen enttäuscht? Ja, natürlich. Das Spiel ist heute aber sehr schnell erklärt und erzählt. Wir haben vorne zu viele Chancen gebraucht und hinten haben wir die Tore einfach zu leicht zugelassen. Vom gegnerischen 1:0 läuft der Tobi Schweinsteiger alleine auf den Keeper zu. Wenn wir in Führung gehen, dann läuft das Spiel mit Sicherheit ganz anders. So kommt es, dass wir 1:0 in Rückstand geraten. Das geht einfach zu einfach momentan bei uns, die Gegentore. Machen wir es dem Gegner zu einfach, und da stehen wir zu weit weg und der schießt ins kurze Eck. Und dann ist es natürlich schwer gewesen. Wir müssen wieder hinterher rennen. Bekommen dann einen Konter zum 2:0, weiß nicht, ob es abseits war oder nicht, auf jeden Fall winkt er nicht, und so kommt dann das 2:0 zustande. Das war genau der gleiche Linienrichter, der dann in der zweiten Halbzeit zweimal die Fahne hebt bei 2 Toren von uns. Werden wir im Fernsehen sehen, ob er dann richtig gelegen ist oder auch nicht, aber wir haben auf jeden Fall nochmal alles probiert in der zweiten Halbzeit, haben trotz Unterzahl versucht nach vorne zu spielen und mehr wie den Anschlusstreffer zu erzielen, aber das hat uns leider nicht gereicht, und so müssen wir heute das Spiel abhaken, beziehungsweise wir haben es verloren, müssen auch noch hinnehmen, dass wir 2 Mann die nächsten Wochen und beziehungsweise im nächsten Spiel ersetzen müssen mit den roten Karten, aber wir haben schon schlimmere Zeiten erlebt, von daher machen wir weiter. Ich kann der Mannschaft vom Einsatz, vom Willen nichts vorwerfen, sie hat es bis zur letzten Minute probiert, aber das Manko liegt einfach darin, dass wir vorne die Chancen nicht nutzen und defensiv zu einfach die Gegentore bekommen. Danke. Ja, vielen Dank, Markus Weinzierl. Dann kommen wir gleich zu den Fragen der Medienvertreter. Markus, es sieht ein bisschen so aus, als wie wenn deine Mannschaft die Nerven verliert derzeit. Also die zwei roten Karten waren sicherlich Frustfouls, oder?
Nein, wir verlieren nicht die Nerven. Die Mannschaft verliert nicht die Nerven. Ich verliere nicht die Nerven. Es waren zwei Fouls. Der Stefan Binder, wer ihn kennt, weiß, dass er oft so in die Zweikämpfe geht, weil er ein resoluter Spieler ist und da kommt er einfach zu spät. Spielt nur ein wenig den Ball, aber er erwischt auch den Gegenspieler. Und bei der roten Karte von Marco Haller, da ist in der 89. Minute, läuft er hinterher, grätscht von hinten und kommt ein wenig zu spät und kriegt die rote Karte. Aber das war jetzt kein Frustfoul, wo er absichtlich den Gegner verletzen will oder sonst irgendwas, sondern er kommt einfach zu spät in dem Laufduell. Von daher, natürlich sind wir verärgert und enttäuscht, dass wir das Spiel heute verloren haben, aber es ist in keinster Weise so, dass wir irgendwo die Nerven verlieren. Würdest du sagen, ihr seid ein bisschen nervös, weil ihr jetzt schon lange kein Spiel mehr gewonnen habt? Nein, wir sind nicht nervös, sondern wir sind nur unzufrieden. Ja. Und wir sind weder nervös, noch verlieren wir die Nerven. Wir machen hier weiter. Es ist ein ganzer oder ist es eine Situation, wie wir sie schon mal erlebt haben, dass wir nach einem sehr, sehr guten Saisonstart ein wenig die Ergebnisse nicht so halten können, beziehungsweise die Anfangsform nicht mehr so haben, aber sind im letzten Jahr wieder rausgekommen, genauso werden wir in dem Jahr wieder rauskommen und wir machen einfach weiter, werden schauen, dass wir natürlich das jetzt analysieren, aber ja, wir behalten die Nerven und machen ganz normal weiter. Ja, gegenüber dem Spiel in Wiesbaden hast du personell umgestellt und hast du taktisch umgestellt, am Anfang mit einer nominellen Sturmspitze. Würdest du sagen, das war so richtig vom Verlauf der ersten Halbzeit her? Ja, wir haben in der ersten Halbzeit 300%ige Chancen. Zweimal läuft der Schweinsteiger allein auf den Keeper zu. Das war die letzten Wochen schon nicht so der Fall. Beziehungsweise in Wien haben wir in der 87. Minute die erste Torschuss gehabt. Von daher, wenn wir in Führung gehen, war alles richtig. Wenn man natürlich so ein Gegentor bekommt, hat man wenig Argumente. Frage noch an Herrn Seeberger. Dieser Benjaminer, welche Art oder welche Schwere der Verletzung hat er? Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es nicht bestätigt, aber der Doc hat gesagt, Verdacht auf Kreuzbandriss. Und wie gesagt, wir haben jetzt die letzten drei Wochen haben wir drei Langzeitverletzte mit Kreuzband, Schienbeinbruch und Knorpelschade. Er litt zwei aus dem Spiel heraus, zwei und jetzt heute dritte. Kann der Gegner nichts dafür, klar, aber das sind natürlich in der Häufigkeit schon. Muss man so richtig freuen, kann man sich denn gar nicht, weil man leidet dann natürlich dann auch mit und weiß, was da auf dem Spiel steht, auch für die Spieler und ist natürlich auch, dass die uns nicht zur Verfügung stehen, ja, und der Kader natürlich dann auch nicht endlos breit ist, weil die erste Mannschaft hat ja auch zwei Spieler halt mitgenommen nach Wolfsburg. Ja. Das sind alles Themen, die uns begleiten, drum umso wichtiger der Sieg. Also es waren jede Menge gelbe Karten, dann die beiden roten. Strafmaß war ein bisschen überzogen, also von meiner subjektiven Empfinden her. Ja, ist immer interessant, ich meine, das ist ein Schiedsrichter hier, ich meine, es waren knapp 3000 Zuschauer, glaube ich, und es war ja nicht aufgeheizt, die Atmosphäre, bis halt das 2-1 fiel, da kamen die Zuschauer nochmal, ich denke, ja, bin nicht dafür da, um den Schiri zu beurteilen, aber eine gewisse Souveränität hat sicherlich dazu geführt, dass die ein oder andere nicht nötig gewesen wäre, aber gut, er hat sie verteilt und Punkt. Dankeschön. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall, dann habe ich jetzt die endgültigen Ergebnisse der dritten Liga. VfR Aalen gegen den kleinen Bayern 2:2. Rot-Weiß Aalen besiegt den SV Wien Wiesbaden mit 4:1. Wackerburghausen schlägt Kickers Offenbach mit 4:3. Babelsberg unterliegt Eintracht Braunschweig mit 0:3. Unterhaching und Jena trennen sich unentschieden 1:1. Die kleinen Bremer verlieren gegen den FC Heidenheim mit 0:1. Hansa Rostock besiegt den ersten FC Saarbrücken mit 2:1. Und Rot-Weiß Erfurt ist Sieger mit 2:1 gegen SV Sandhausen. Ja, das war unsere heutige Pressekonferenz. Ich darf unseren Gästen aus Stuttgart eine gute Heimreise wünschen. Viel Erfolg für die weiteren Spiele natürlich. Unseren Trainer natürlich, dass er seine Mannschaft möglichst schnell wieder aufbaut und sich selbst dazu, damit wir nächsten Samstag dann wieder ein Erfolgserlebnis haben. Bis dahin wünsche ich noch einen schönen Samstagnachmittag und bis zum nächsten Samstag. Ciao, auf Wiedersehen.